Haben alle erledigt? Ich glaube, ja. Sie haben die Brücke eingezogen. Na, wir toll. Müssen einen anderen Weg rüberfinden. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ach so, können ja trotzdem da lang laufen und nehmen dann einfach die Treppe da hinten. Da kommen wir nicht lang. Und Sesam, öffne dich. Ich übermittle das Signal. Perfekt. Es wird ein bisschen dauern, bis die Lebenskapsel es verarbeitet hat. Das wird bedeuten, in der Zeit müssen wir wahrscheinlich verteidigen. Cerberus-Truppen im Anmarsch. Ich glaube, da bahnt sich eine Belagerung an. Sieht aus, als hätten wir kurz Zeit, um Luft zu holen. Falls jemand neue Magazine braucht oder auf die Toilette muss, jetzt wäre der Moment dafür. Ja, Magazine, hier. Wo? Hat die Lebenskapsel den Stase-Modus beendet? Wir haben's fast geschafft! Ich habe in dem Gebäude nebenan ein Nachschublager von Cerberus gesehen, falls sie Munition brauchen. Ich kann die Feinde mit einer Singularität blockieren.
drüben ist noch ein Nachtflugslager. Schwerer Mac, er darf nicht nah rankommen! Na toll, Mac. Du meinst ungefähr so? Verdammt. Ist mir einer ins Kreuz gefallen. Verdammter Mist. Laden. Ja. Da ist man mal ein Sekündchen aufmerksam und dann fällt einem gleich einer in den Rücken. Und dafür werde ich gleich wieder mit einem langen Ladebildschirm belohnt. So. Schwerer Mac, er darf nicht nah rankommen! Da sind die mittlerweile schon wieder. Oh, da ist noch ein Terminal, das holen wir uns ganz kurz. So. Ehe wir das nachher verpassen. Gleich macht er Bumm. Geschafft. Sie können die Lebenskapsel jetzt öffnen. Und jetzt heißt es wirklich Simsalabim. Sobald das Video aufhängt. Göttin.
Mann, bist du hässlich. Er braucht vielleicht eine Weile, um sein Bewusstsein wiederzuerlangen. Vorsichtig, er ist verwirrt. Nicht vergessen, für uns sind es 50.000 Jahre, aber für ihn sind es nur... ein paar Minuten. Negativ. Berechnung zufolge wird der Bunker überrannt. Kapseln online! Diese Soldaten leben noch! Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Zur Lebenskapsel. Die Neutronenreinigung säubert die Anlage. Daraus ein Reich wieder aufbauen. Weitere Änderungen sind erforderlich. Die Neutronenreinigung hat die Anlage beschädigt. Soll heißen? Sensoren außer Betrieb. Automatische Reaktivierung keine Option. Sie bleiben in Stase, bis eine neue Kultur diesen Bunker findet. Möglicherweise reicht die Energie nicht. Keine Kapseln mehr abschalten! Ich brauche alle, die übrig sind! Auf Energiebedarf wird angemessen reagiert werden. Sie werden die Stimme unseres Volkes sein. Ich werde mehr sein als das. Wie viele andere? Nur Sie. Verstehen Sie mich? Ja. Ich habe Ihre Physiologie und Ihr Nervensystem gelesen und kann Ihre Sprache verstehen. Sie haben mich gelesen, während ich Zeugin war. Unsere letzten Momente. Unser Scheitern. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich weiß, was mit Ihren Leuten passiert ist. Ich weiß, dass Sie trauern. Aber Sie starben vor 50.000 Jahren. Mein Volk stirbt jetzt. Shepard, Sie haben gerade das Interesse von Cerberus geweckt. Asari. Mensch. Turianer. Ich bin von Primitiven umgeben. Hier ist es nicht sicher. Kommen Sie mit uns? Bekämpfen Sie die Reaper? Ja. Dann bin ich gespannt. Tja, so ein paar kulturelle Gepflogenheiten müssen noch gelernt werden. Aber jetzt haben wir zumindest ein weiteres Crewmitglied. Und es ist ein Proteaner. Und wir haben den Widerstand auf Eden Prime unterstützt. Ha! Was gibt es Schöneres? Ha! Ein lebender Proteaner? Korrekt, Admiral. Aber er ist nicht so, wie wir erwartet hatten. Commander, unsere Wissenschaftler begreifen kaum, was sie überhaupt tun müssen. Wenn der Proteaner beim Bau des Geräts helfen kann, brauchen wir seine Kooperation. Verstanden, Admiral. Wir verlieren immer mehr Kolonien. So etwas wie die Reaper-Streitmacht haben wir noch nie gesehen. Er schon, Admiral. Kann er uns helfen? Das werde ich herausfinden. Gut. Cerberus hat uns eine neue Waffe gegeben, die wir nutzen müssen. Hackett, Ende. Shepard, ich brauche Sie im Backbord-Frachtraum. Es geht um unseren neuen Gast. Na toll. Bin unterwegs.
Was ist das Problem? Shepard, ich wollte den Raum freundlicher gestalten, aber Sie lassen mich nicht zu ihm rein. Verzeihung, Doktor. Kontaktprotokoll bei neuer Spezies. Von Feindseligkeit ist auszugehen. Die Vorschriften waren ganz schön verstaubt. Aber er ist nicht neu. Ich studiere die Proteaner schon mein ganzes Leben. Wir können ihm vertrauen. Rühren. Ich glaube nicht, dass unser Gast ein Problem darstellt. Oder? Das kommt auf Sie an. Ich spüre Angst in Ihnen. Furcht und Zweifel. Die Reaper gewinnen. Was meinen Sie mit spüren? Das Leben hinterlässt Spuren, die man lesen kann. In ihren Zellen, ihrer DNA. Erfahrung ist ein biologischer Marker. Was genau habe ich dann auf Eden Prime erlebt? Das war ein Wahnsinns-Flashback. Die Schlacht hat bei mir etwas hinterlassen, das ich auf Sie übertragen habe. Es funktioniert in beide Richtungen. Wie Ihre Sender? Ja. Die. Fanden Sie einen? Sie sahen alles. Unsere Vernichtung. Unsere Warnung. Warum haben Sie sich danach nicht auf die Reaper vorbereitet, Mensch? Es heißt Commander. Und Ihre Warnungen waren unverständlich. Der Sender hätte mich fast getötet. Dann kommuniziert dieser Zyklus noch primitiv. Wir haben zusammengesetzt, was ging. Und damit vor 3 Jahren eine Reaper-Invasion gestoppt. Dann wurde die Auslöschung verzögert? Wir haben jetzt Ihre Pläne für das Gerät. Wir werden es bauen. Gerät? Die Waffe, an der Ihr Volk gearbeitet hat. Ich hatte gehofft, Sie sagen uns, wie man sie fertigstellt. Wir haben sie nicht fertiggestellt. Es war zu spät. Ja, das haben wir auch festgestellt. Dann wissen Sie wohl auch nichts über den Katalysator. Nein. Ich war Soldat, kein Wissenschaftler. Ich beherrschte nur das Töten. Was war Ihre Mission? In meinem Volk gab es Avatare vieler Tugenden. Mut, Stärke, Klugheit. Ein Exemplar für jede davon. Wofür stehen Sie? Ich bin die Rache. Ich bin der Zorn eines toten Volkes. Ich verlange Blut für das Blut, das wir verloren haben. Erst wenn der letzte Reaper vernichtet ist, habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ich habe keinen anderen Lebenssinn. Balla balla. Wer für mich ist, wird zum Verbündeten. Alle anderen werden zu Opfern. Einverstanden, Commander? Einverstanden. Sie haben Verbündete gefunden. Ziel dieses Schiffes ist die völlige Auslöschung der Reaper. Aber wie weit werden Sie gehen, dieses Ziel zu erreichen? Ich glaube Ihnen nicht, Commander. Lügen sind biologische Marker. Sie zweifeln an Ihren Worten. Wir haben das bei der Ausgrabungsstätte gefunden. Gehört es Ihnen? Ein Gedächtnistotem. Kann es uns bei dem Gerät helfen? Nein. Es enthält nur Leid. Aber ich kämpfe mit Ihnen. Und das Letzte, was die Reaper vor ihrem Tod hören, wird die letzte Stimme der Proteaner sein, die sie ins Grab schickt. Sympathisches kleines Kerlchen.